Baby quietscht im Bett. Hey. Da lacht's. Hallo. Hallo, Baby quietscht im Bett. Man sieht nichts. Hoho. Hallo. Hallo. Ja, aber das ist kaputt, wenn du das machst. Das Plastik schmeckt lecker. Ich wollte auch gerade ihn fragen, ist Ola wach? Ja, ist sie. Jetzt hat sie mich auch noch angekotzt, ne, am frühen Morgen. So ist das. Ne? Ach Mann. Zurückgesendet werden. Ist das diese Gabel drin? Lächelt ein bisschen. Na ja, klar, die mag dich doch, die kennt dich, ne? Achtung. Aber mal versuch mal. Angucken, guck mal alle an. Wer ist das? Ist das deine Schwester? Das ist Anouk, ne? Hallo. Hallo, Anouk. Anouk redet nicht so viel. Nur wenn sie nicht so, dann redet sie ganz viel. Ui, 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 blubber, blubber, blubber. Oh, der ganze Bauch, ja. Die Arme. Nur der Bauch macht ganz da Geräusche, weil sie doch die Medikamente nimmt. Oh, sie lacht. Wenn sie jetzt auch noch aufstößt davon, wäre auch doof, wenn man kotzen. Achso, ja. Das stößt ja viel auf, finde ich, in letzter Zeit. Der Hof. Ach Mann, ey. Was hast du heute? Eine Fahrradübung. Was macht ihr da? Wir lernen, wie man Kurven macht. Wir lernen, wie man langsam fährt. Wir lernen das mit den Ampeln, weil da auch Ampeln aufgebaut sind. Und dann lernen wir dann noch die Schilder. Verkehrsregeln, ja. Und Verkehrsschilder. Schön. Super. Und dann fahren wir da rum. Und kriegt ihr dann ein kleines Zeugnis? Zeugnis nicht, aber später kriegen wir dann ein Blatt Papier. Ja. Dann wird. Aber da steht nichts drauf. Okay. Wegen, das ist ungefähr so ein kleines. Und wie so ein Ausweis. Nein, aber da muss man ja vier Ecken abreißen, wenn jemand vier Sachen falsch gemacht hat. Ja, okay, aber ihr kriegt dann bestimmt irgendwas sowas wie Stand. Wie dein Fußgängerführerschein. Nee, wie hieß das? Was hast du gehabt da? Fußgängerführerschein. Fußgängerführerschein. Dass du als Fußgänger Bescheid weißt, aber weißt du als Radfahrer Bescheid. Und dann spielen wir noch am Ende, wer ist das langsamste Fahrrad? Ein Meter müssen wir, nee, 3 Meter müssen wir ganz langsam fahren. Wer am langsamsten war, hat gewonnen. Und ich habe die erste Runde gewonnen. Die zweite Runde habe ich verloren. Weil die war zu langsam. Na gut, dann viel Erfolg. Nee.
Schaffst du schon. Wie immer. Wie immer. Sparsam mit deinem Geld, du hattest schon mehr. Die Lumen, die ist sparsamer. Hey, ich muss dir auch ihre Videos kaufen. Musstest du nicht. Wolltest du? Ja, keiner hat gezwungen, nicht zum Spätkauf zu gehen. Du sagst immer, du willst zum Spätkauf gehen. Ihr sollt kein Geld ausgeben. Ihr müsst doch lernen, einfach mal zu sparen. Und man muss es nicht beim Spätkauf kaufen, wo es sowieso doppelt so teuer ist. Ich habe mein Geld gespart. Ja? Du hast es aber du alte Limette, alle gut jetzt. Der hat es aber ganz zu gut gekriegt. Ja, das soll sie ja auch behalten. Das ist Spargeld, Mensch. Das ist doch schön. Und irgendwann hast du so viel, dass du dir ein Haus kaufen kannst. Das ist der Grundstein für dein neues Haus. Ja, dann können wir wieder an die Ostsee. Ja, oder Urlaub machen, ganz genau. Jetzt mal, ich muss kurz hin. Ich will an der Ostsee wohnen. Tja Mensch, langsam erreichen sie Geschwindigkeiten, wo man nicht mehr mit rechnet, dass tatsächlich noch ein Fahrradfahrer kommt. Gerade noch geguckt, ob einer kommt, macht die Tür auf und dann rast einer an mir vorbei. Mit, weiß ich nicht, 40, 50 km/h. Wow. Zu wenig oder zu schnell? Viel zu schnell. Viel zu schnell. Elektro, E-Bikes. Moment. Rucksack. Versicherungspflichtig. Also ist ja auch kein Radfahrer mehr, ist ja versicherungspflichtig. Also der hatte auf alle Fälle 50 km/h drauf. Bestimmt. Nicht 40, das waren eher 50. War schneller als die Autos. Aber auf dem Radweg. Der geht dann ohne. Dann müssen sie auf der Straße fahren. Das ist ja kein Rad. Richtung rüber. Also, ihr bleibt hier. Nanu, noch keiner da. Ja, bist du? Nachher ist der Wagen mit. Sozusagen. Ja, weiß ich noch nicht. Sie wollte keinen Wagen mitnehmen. Und sie läuft halt gut an der Hand auch. Aber dann hat sie irgendwie. Trinkbäckchen. Noch ein Getter. Ja, man kann wieder meinen Mund sehen. Mal den Bart gestutzt. Zumindest hier die Fressluke, weil mir da immer das Essen hängen bleibt. Und die Kinder schon lachen. Und die Kinder schon lachen, weil ich jedes Mal mit dem Schaum vor dem Mund. Ja. Sieht gut sehr viel jünger aus. Jetzt schneide ich mein Bart sowieso zurück. Uiuiui, ui, was sagt er? Ich habe schon mal überlegt, ob ich dir so einen Gutschein schenke für so einen richtigen Barbier. Ja, jetzt zeig mir abgeschnitten. Jetzt ist ja schwierig. Oder einen Termin ausmachen. Hättest du mal machen müssen. Als ja, dann kann es ja hier alles noch schön gestalten. Und der macht ja, glaube ich, dann auch Augenbrauen. Augenbrauen? Halt doch. Ja. Ja. Mehr als genug, oder was? Du hast schon so, kriegst du so... Alte Opa-Augenbrauen. So verwirrte Augenbrauen. So. Ja, dabei bin ich doch noch so jung, Mensch, Leute. Ja, ich werde auch schon grau, so um die 34. Was soll's? Die Weisheit kommt. Das ist der Stress. Das ist der Stresspegel, der kommt. Ja. Ja, so ist es. Jetzt schauen wir mal hier, was bei YouTube passiert ist, ob da was passiert ist, ob er was sagt, ob was los ist. Hat sich Pampers etwa noch nicht gemeldet? Gibt es diesbezüglich nicht Pampers auf Rezept? Nein, wir kriegen nicht mal für Lumen welche. Leider nein, wir kriegen nicht mal für Lumen welche. Doch, kriegen wir, oder? Das ist nur eine Antragstellennummer. Pascali? Bei Lumen? Hm? Bestimmt, aber... Kompliziert. Ja, kompliziert und keiner weiß Bescheid und...
Trick aus dem Netz, Position Kettenschutzhalter, den kenne ich schon, aber irgendwie ist mir das immer nicht gegeben. Und ich habe doch lieber tatsächlich, wenn ich das anpasse vorher. Ist ja, ist halt so. Und das Problem ist ja, dass die Dinger immer mitdreht. Also überhaupt diese Art und Weise der Befestigung hinterm Tretlager finde ich ja nicht sehr praktisch. Habe ich ja schon mal gesagt. Gute Besserung für die Kleine, drückt ganz fest die Daumen, danke, auf alle Fälle. Ach ja, der Xaver, ja, ich hoffe, es normalisiert sich alles, das hoffen wir auch, also normalisieren wird wohl besser werden, Moni sagt, aber naja. Es ist meistens so. Meistens normalisiert sich das. Wie gesagt, Pampers auf Rezept gibt es leider nicht. Eine brüllöde Frage, aber gibt es da Größeneinteilungen bei den Windeln? Fragt Ringo, der Nette. Ja, wir haben die drei. Wir haben die Nummer drei. Skadis ist ein Onasnopsi. Nur, falls man mal welche besorgen möchte, sagen sie, Annette und Ringo. Also, grundsätzlich muss ich aber auch dazu sagen, wir haben ja auch schon eine Spende wieder bekommen. Eine Windelspende von dem Jan hier. Wartet. Danke, Jan. Aber es war jetzt nicht so gedacht, ehrlich von mir, dass ich das gesagt habe. War einfach nur eine Rumblödelei, dass wenn man mal Pampers dass wenn uns einer sponsern könnte, dann dürfte das ruhig Pampers sein, weil wir so einen Verschleiß haben. Das war jetzt nicht so gedacht, dass alle Windeln. Ist natürlich total nett und natürlich unterstützt uns sind und wir freuen uns auch total. Und Windeln braucht man immer. Guck mal, ja, dafür. Ja. Oh, du bist so süß. Oh Mann, möchte ich knuddeln die ganze Zeit. Nein, unbeteiligte. Total zur Seite. Einfach weg. Hallo. Jetzt guckt sie. Hey. Sag mal, was für deine Fans. Nicht schlecht. Gute Performance. Jo, jo. Ja! Alle freuen sich. Noch ein Lächeln für die Fans. Hallo. Kommt da noch eins, oder? Ja, kommt da eins. Ja! So toll. Ach, herrlich. Wunderbar. Die Kinder werden ja schon medial missbraucht. Weil wir Windeln haben wollen. Nein. Ach man, ist die süß. Ja, kann man nur abknutschen. Ja, also Größe Nummer 3 bräuchten wir. Also dürft ihr gerne an Pampers schreiben. Ey, da habt ihr so eine Familie im Internet da, die benutzt eure Produkte. Was, nur eine? Größe Nummer 3 im Moment. So, was ist noch? Gute Besserung an Ona vom Patrick. Danke. Grüße aus Britz. Hab euch heute am Britzer Damm vorbeifahren sehen. Ja, siehste mal, wir sind real. Hätte das nicht hier erfunden. Auf dem Krankenhaus wahrscheinlich. Auf dem Weg zum Krankenhaus waren wir da gerade, ja. Ja, dann auf jeden Fall weiterhin gute Besserung für Ona. Auf dass sie schnell wieder von den Medikamenten wegkommt. Ja, das wünschen wir uns natürlich auch von Annette und Ringo. Und das ist natürlich nicht so toll. Das muss nicht sein, das ist nicht gut für die ganze Darmflora. Schaue ich mich zum Frühstück an, ich wünsche allen eine gute Nacht, hat der Franz geschrieben. Alter Schwede, ich würde vor Scham im Boden versinken, wenn mir solch eine Knauserei wegen 1 Euro über die Lippen gekommen wäre. Die Krönung wäre noch gewesen, wenn der Kunde die Zusatzarbeit nicht hätte bezahlen wollen. War ja nicht vereinbart. Glückwunsch zum Deal des Tages. Hast du ein Z? Dann hast du ein Z. Liebe Grüße aus Teltow. Ja. Ja, aber so was hatte ich öfter. Was war denn da? Mit dem... Hat jemand nicht bezahlen, oder was? Naja, war ein Schlauchwechsel. Und dann hast du ein Felgenband noch dazu gebracht. Dann habe ich Felgenband noch drauf gemacht. Und die Ursache des defekten Schlauchers war eine Speiche, die viel zu lang war. Die innen drin war. So 2-3 mm hat die drin geguckt. Und dann habe ich die natürlich. Felgenband war kaputt. Musste gewechselt werden dadurch. Und die Speiche musste natürlich beschliffen werden. Ne? Das habe ich gemacht. Und kostet 5 Euro mehr. Fertig aus. Ist halt so.
Kostet 5 Euro mehr, muss ich berechnen. So. Ist ja mehr Zeit. So. Also sprich 21 Euro. Ja. Und dann meinte er so zu mir, dann habe ich dir 20 Euro hier, ist das doch in Ordnung. Und dann meinte ich zu ihm, na, nee, das ist nicht in Ordnung eigentlich. Das ist eigentlich auch zu wenig, 21. 2 Euro Felgenband sind doch schon 18 Euro. Ja, insgesamt 5 Euro mehr. Ich habe sie schon billig gemacht. Ach so, okay. Und nochmal 3 Euro für Schleifen. Okay, da. Ich habe insgesamt eine 5er jetzt genommen. Mhm. Klar, 2 Euro Felgenband. Ja, ist ja auch egal. Ist jetzt eigentlich nicht so wichtig. Stell mal vor, ich habe es ja noch mit der Flex erst vorgeschliffen und dann nochmal mit der Handfeile nachgeschliffen, damit das alles richtig entgratet ist und so. Also das ist ja wirklich Arbeit. Eigentlich, klar, hast recht, müsste man eigentlich 8 Euro nehmen gleich für die Aktion. Richtig aufhauen. So. Ich wollte es billig machen für den Kunden, habe gesagt, 5 Euro zusammen mit Felgenband. Das wären dann halt 21 und er wollte mir 20 geben. Und dann sage ich, naja, ist eigentlich nicht in Ordnung. Zumal ich ja denn auch noch, das ist total vergessen, habe ich ja auch noch zusätzlich das Licht. Meint er ja auch noch, ja, guck dir auch, sei doch mal so gut, guck dir auch mal hinten das Licht an. Ich sage, wenn ich noch Zeit habe, werde ich das machen. Habe ich ja auch gemacht und funktioniert ja auch wieder. Das habe ich ja nicht berechnet. Das war ja nicht drin in der Berechnung. Hätte man eigentlich nochmal 5 Euro aufschlagen können für das Licht noch reparieren. Das ist ja deine Gutmütigkeit. Das habe ich auseinandergenommen und habe das noch gerichtet und so. Und dann hat er mir 22 Euro gegeben am Ende. Dann doch. Ja, dann stimmt halt so völlig generös. Also, sag, bitteschön, hier für Sie. Na, ist egal. Auf alle Fälle war das eben, das war das. Und da hat er dann versucht zu handeln. Ich dachte nur, Ja, lass dich doch nicht drauf ein auf sowas. Die Leute haben das nicht verdient. Ja, Marco schreibt, das Commerzbank Z, ich fasse es nicht. Was schleppt der denn für einen Scheiß an, Mann? Und Tommy sagt, okay, nehme ich. Ich lache mich gerade kringelig. Und daraufhin habe ich ja geschrieben, ich habe mir gesagt, ich gebe dir 1,50. Dann ist er abgebraust und kam 5 Minuten später wieder und hat ja gesagt. Damit habe ich auch nicht gerechnet, aber Wort ist Wort, weißt du? Groß aus Berlin. Daraufhin schreibt er wieder, nächstes Mal machst du es umgekehrt. Dann sagst du, hier hast du 1,50, ich hol dir 2 Bier, aber schlepp dir keinen Müll an. Alter, ich bin immer noch am Kichern. Daraufhin habe ich aber geschrieben, weil ich ja Schlomo kenne. Schlomo. Geht natürlich auch, aber er als gewiefter Geschäftsmann kommt da natürlich erst recht mit sperriger Großware, um sie mir nicht zu verkaufen, aber seine Spende abzuholen. Andererseits kann ich das Z an einen der vielen Hipster-Kaffeebetreiber sehr gut mit 100% Gewinn verkaufen. Also 3 Euro krieg ich bestimmt. Daraufhin schreibt er, Tommy, du machst mich fertig. Was soll man da sagen? Ehrlich. Na, das ist wieder, immer wieder lustig. Ach, was ist denn hier los? Prost. Schluckimpfung. Geräusche, ey. Musste ich auch haben. Habe ich mit 6 Jahren bekommen. Sportarzt, wisst ihr, DDR. Ach so, die Schluckimpfung. Ja, das ist gegen. Ach, ich habe keine Ahnung, was sie mir damals. Vitamine oder irgendwas haben sie erzählt. Vielleicht waren es ja sogar auch Vitamine. Genau, wenn man nichts unterstellt. Glücksvitamine. Mensch, damit bist du erfolgreich. Immer Rittner. Ja, was anderes war bei mir auch nicht. Und dann durfte ich zum Psychologen gehen. Zum Psychologen, also zum Psychiater. Nee, zum Kinderpsychologen. Ich weiß ja nicht, wie das in der DDR hieß früher. Meine Mutter kam mit mir nicht mehr klar. Ich war zu aufgedreht. Ich schwöre, das hängt alles miteinander zusammen, so ja. Und kriegst du irgendwelche Chemie in die Ballert? Na klar. Überleg mal, mit 6 Jahren fangen sie an, dich zu erinnern. Ja, das ist doch. 7 Jahre, 8. 7 Jahre bis zum 7., bis zum 8., bis zum 9., bis zum 10., bis zum 11. 5 Jahre unter Stoff. In der Entwicklungsphase. Stell mal Anouk vor, noch mit irgendwas. Die würde ja in Dreieck springen. Die brauchst du eine Gummizelle.
So mit dranhängen überall. Wie Spider-Man würde sie in den Wänden hängen. Die kann das überhaupt nicht gebrauchen, diese Video-Scheiß. Das kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Die wird dann richtig aggressiv. Ja, weil sie ja sich auch nicht. Da passiert ja nichts. Geht ja nicht. Ich habe auch Unterschiede festgestellt. Blumen, wenn die viel Fernsehen geguckt hat, am Abend hüpft die durch das Zimmer. Das ist nervig. Die springt die ganze Zeit ja, und macht dann tut und bewegt sich dann ganz viel. Ne? Und Anouk wird sehr aggressiv, wenn sie am Fernseher war. Das ist egal, jetzt ob Gameboy oder Film, Internet. Eigentlich ist es nur das Internet. Wenn sie einen Film gucken, ist es nicht so extrem. Ja, danke für die Windelspende, auf alle Fälle. Also wird auf alle Fälle dafür auch verbraten. Ist dann sofort weg. Sidley. Ja. Jan hat ihn 20,20 Euro gesendet. Gute Besserung. Och Mann. Dankeschön. Danke, ja, das ist echt nett. Ja, da musst du gar nicht so gucken, ne? Nein. So süß. Mach mal nochmal dein Peppers-Gesicht. Ja, danke, Weichen. So, wunderbar, ja. Ganz schön groß. Ganz schön präsent. Gesicht. Diese Speckbacke. Die fällt hier unten so witzig. Ja, ach, die ist gut genährt, das ist wunderbar. Genau. Jetzt muss ich immer erstmal drüber nachdenken, bevor ich den Kaffee nehme, damit ich den nicht gleich wieder ausspucke. Jetzt haben wir direkt vorm Laden wieder eine Baustelle. Wieder die nächste. Und ich muss jetzt ein paar Räder umstellen draußen. Habe ich gesehen. Gestern war ja zu. Gestern war noch nicht gesperrt. Heute. Ab heute ist eigentlich gesperrt, aber die haben gestern trotzdem schon angefangen mit Buddeln. Obwohl es nicht angekündigt war. Da kann ich nicht für. Mussten sie quasi um meine Räder drum rumbuddeln. Jetzt habe ich Check gekriegt. Kinder wieder Krankenhaus. Na, Nachuntersuchung in der Klinik. Ach so, ja, ach so. Aber die muss noch weiter Medikamente nehmen, die ist noch nicht gesund. Ja, nee, das ist klar. Pack ich das da hin. Ja, ist doch gut, oder? Ja, logisch. Ist doch eine gute Idee. Komm mal, bis später. Ja, wir sehen uns, mein Jan. Ja, komm heute Abend, wenn du nicht so schön wie so voll werden am Abendbrot. Naja, weiß ich nicht, ja. Naja, du bist halt, hast am Tag mal viel zu tun. Es ist viel zu tun gerade, ja. Naja, bis später denn. Gut, bis dann. Der Chefarzt vom Krankenhaus hat gerade angerufen und telefoniert jetzt gerade mit Marlies. Mal gucken, was er sagt. Ob es da noch Informationen gibt. So lange mache ich noch einen Schlauchwechsel. Und mach einen kleinen Check. Jetzt mal vom Bremsbelag, Mädel. Zum Thema Bremsbelag. Mann, schon wieder. Der nächste Patient zum Thema Bremsbelag. Schaut euch das an. Es ist kein Bremsbelag vorhanden. Ich wiederhole, kein. Achtung, ich drehe. Achtung, das Geräusch beim Bremsen. Wenn ihr diese oder ähnliche Geräusche hört beim Bremsen, bitte Bremsbeläge zwingend kontrollieren. Felge kontrollieren. Die ist noch gerade hier. Die kann man noch mal verwenden. Aber den Bremsbelag, der ist zu tauschen. Ich zeige euch auch warum. Schaut her. Weil der nämlich so aussieht. Seht ihr das? Kann man das gut sehen? Dass da nichts mehr drauf ist. Ja, oder? Kann man. Und auch die andere Seite sieht nicht viel besser aus. Schaut mal. So darf ein Bremsbelag
nicht aussehen. Von unten könnte man denken, da ist noch was. Das ist der Kragen, der nicht abgebremst wurde. Hat sich auch gerne mal verhakt hinter der Felge und dann permanent schläft. Das muss gewechselt werden. Wechseln, wechseln, wechseln. Nichts anderes geht. So, dann wollen wir mal. Neuer Bremsbelag sieht, ist ein V-Brake. Sieht so aus. Ist von Shimano. Ungefähr LX. LX-Gruppe, LX-Qualität. Das haben wir. Das haben wir. Kette gefettet haben wir. Gespannt haben wir sie. Machen wir den Zug noch rein. Den Ständer haben wir befestigt. Die Bremse haben wir zurecht gebogen. Neuen Bremsbelag haben wir drauf. Bremse eingestellt. Fast fertig. Gut. Fertig, Feierabend. Next. Jo, und eine Speiche schaffen wir vielleicht auch noch zu reparieren. Mal gucken, wann Marlies runterkommt und mir erzählt, was los ist. Oh, die ist ja auch noch in der Mitte durchgerissen. Was ist denn da passiert? Oh, das hat man selten. In der Mitte gerissene Speiche mit Ausbauen von Antrieb. Ist das ärgerlich. Oh, sag ich. Kette hinter der Radschnee, wa? Oh, da muss der Antrieb raus. Natürlich ist es wieder Antriebsseite. One day or maybe two, it depends on the price. It's 15 for 2 days. 15 for 2 days, okay. Also am Dienstag. Ich wollte erst Montag machen, 15.30. Dienstag bin ich auch gleich da. Spät. Also 15.30, dann bin ich sogar keine Ahnung, ob 16.30. Ja. Aber was ist denn dann am Dienstag? Dienstag ist 15 Uhr, also eine halbe Stunde früher. Wenn es dann eine Stunde dauern sollte, das Gespräch, was ich nicht glaube. Aber Anouk hat ja einen Schlüssel. Oh. Anouk hat einen Schlüssel, die kommt nach Hause und wir müssen halt Skadi holen. Skadi müssen wir später holen. Und am Dienstag habe ich wieder geschlossen. Haben wir noch ein Gespräch beim Arzt nochmal. Ja, was auch ganz gut passt, weil ich habe Dienstag auch den ersten Elternabend bei Lumen in der Schule. Ja. Mit der Toilette war einmal halt, dass er Ärger bekommen hat. Einmal, dass sie so lange braucht auf Toilette. Zweimal eigentlich, dass sie so lange braucht. Einmal von Frau Holzer angesprochen, dass sie dann 10 Minuten mindestens auf Toilette war und die dann gucken gegangen sind und dann mit dem Wasserhahn, wo sie unter dem Wasserhahn so gespielt hat. Aber das macht sie ja bei uns auch. Da steht sie dann auch und spielt ewig unterm Wasserhahn. Und hat was von Weihnachten und dass das Wasser dann warm ist erzählt. Ja, na wie gesagt, die kriegt eine Laterne vor das Büro auf alle Fälle gestellt, direkt davor. Die ist gerissen, weil hier eine Kette, dass die Kette schon mal gegengehackt hier, gegen die ganzen Speichen. Das ist genau das, wenn die Ketten dahinter springen, guck mal, wie verbogen die alle sind. Ja. Die war jetzt gar nicht zu alt oder so. Die war einfach nur durch die Kette, durchgehackt. Da wo dieser Platz ist, in der Mitte, am Rand, da ist wie so ein Busch oder so, den hat er dran rumgerissen und ausgebuddelt. Muss ich jetzt gucken gehen? Kann ich zeigen. Mann, ey. Ich würde mir noch mehr Arbeit gemacht haben. Was wollte vom Kompost sich ein bisschen Erde nehmen. Ach so. Ach Mann, ich hab jetzt ohne keine Zeit dafür. Wenn so hohe Essen. Hast du jetzt, wenn die Leute mir noch mehr Arbeit machen? Doch, hat er.
er gut gemacht. Keine Ahnung. Riesig. Ja. Wahnsinn. Ups, wieso denn das? Brauchst du noch nicht? Na du, du läufst doch noch lang. Sucht man ja auch erst aus, wenn man da weggeht. So, jetzt setze ich, weil ich will zur Ruhe. Ja. Schuschung. Schuschung. Achtung. Hast du gegessen? Ja, ich habe oben schon gegessen. Warum? Weil ich so wenig essen kann. Ich will aber was sehen. Klar. Mmh. Hallo. Na? Oh Mann. Jo, anderthalb Jahre altes Rad. Ist es nicht. Natürlich. Das Rad selber ist schon uralt. Aber es wurde vor anderthalb Jahren gekauft auf dem Flicken, ja, man kann es auch anders lesen, Fahrradmarkt. Und für 180 Euro, irgendwie so. Und jetzt ist es komplett durch schon wieder. Tja. Und jetzt werde ich so ein bisschen hinbiegen. Licht funktioniert. Ich werde jetzt so ein bisschen hinbiegen und einfach schnell verkaufen für 80 Euro. Ne? Sprich, neue Bremskabel muss rein. Bremst nicht, Bremsbelag muss gemacht werden. Ist keiner dran. Bremse muss fest, wie man sieht. Kette muss gespannt werden. Bremsanker muss fest. Wie gesagt, Kette gespannt. Gefettet. Und das geht mir auf den Sack. Müssen wir auch irgendwie eliminieren. Ich beginne. 180 finde ich ganz schön sportlich für den Rad. Er meinte, ja, aber es war in einem besseren Zustand. Eine 8 ist auch drin. Oh Mann. Ich habe sie gekauft für 20 Euro. Mehr oder weniger in Zahlung genommen. Er hat bei mir ein anderes gekauft. Wenn man mal keinen Montageständer zur Hand hat, kann man das auch so machen. Und wenn die Felge nicht allzu teuer ist, wohl gemerkt. Sehr schön. Sehr gut. Hinterrad. Wir fangen immer am Hinterrad mal an und arbeiten uns nach vorne durch. Also hinten, wie gesagt, eine 8 war drin. Die haben wir jetzt raus. Und Kette ist gespannt. Jetzt kommt Luft. Das haben wir hier. Nicht mal 0,1 Bar. Nix. Fahrradgang e.V. Aufkleber. Naja. Gut.
Jawohl. Einmal Kettenfließfett drauf. Und Marlies geht jetzt los. Zehner Schlüssel für das Vorderrad. Was müssen wir vorne machen? Bremse, Licht, fest, Bremsbelag. Ach, sind eine Wichse, ey. Na komm. So ein Quatsch, ey. Fällt grad schick hier an dem Rad. Sattelstütze fest. Ah, oh, der Teig nicht nachgeguckt. Aber die ist nur bis hier. Das krieg raus. Auf alle Fälle kriegt das raus. Und vor allem ist es Stahl und Stahl. Das ist kein Hit. Bloß habe ich jetzt keinen Bock drauf. Das fahre ich jetzt erstmal eine Runde. Und schau mal, wie es sich fährt. Und danach beurteile ich, wie viel ich da noch reinstecke. Probefahrt war so, naja, sagen wir mal so. Weil der Lenker war halt, der Sattel war halt zu weit unten. Da macht doch eine Probefahrt keinen Spaß. Jetzt muss ich überlegen, ey, wie ich das, ob ich das rauskriege. Ich probiere jetzt einfach mal. Das Schwert. Hm. Ja, was soll ich, das fängt ja hier gerade alles um. Ach so. Ei, ei, ei. Dicke? Oder für dich? Nee, ich empfange hier nicht. Hallo! Also nochmal, alle mit immer da, jetzt ist unglaublich. Aber im Grunde genommen wie immer. Wenn sie kommen, dann alle mit mal.
Mal, zieh mal. Geht's ja nicht lang. Hat sich ja hier lohnt. Mal noch weniger, war gemütlich. Jo, ja bitte. Raus ist sie. Verkackt hat sie. Stahl, die geht noch. Ei, ei, ei. Tja, super. Zweite Mal Probefahrt. Jetzt mit erhöhter Sattelstütze und beweglicher Sattelstütze. Wo ist denn der Stift, ey? Fährt sich gut. Nicht perfekt, aber gut. Kann man verkaufen. 90 Euro sind wir jetzt. So, guck mal jetzt. Gucken wir mal hier. Na, wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Pfand für eine Probefahrt. Mal was anderes. Eine Handtasche und ein Hund. Beide fängt mit H an. Also, ist ein Hund, glaube ich. Yay, guck mal. Einschaltquote, Hundequote, Hundequote, Hunde, Hundequote, Hunde, Hundequote, yay. Hat die Mutti dich einfach da gelassen, ne? Das ist auch eine Treulose, da. Einfach so, hm? Kannst du auch mal kurz den Hund halten? Ja? Okay. Na, jetzt müsst ihr aber langsam wiederkommen. Aus. Hundchen. Da, am Schuh erkannt. Am Schuhklang. Ja. Am Schlürfen des Schlappen, sofort reagiert. Zack! Da, Mensch! Ja, Hallo, abends! Machen wir Hundepension, ja. Ja, ist gut. Ja, das gedacht, das für immer allein. Ja, aber ich war schon ganz traurig, ich hatte schon ganz große Augen gehabt. Das muss immer so machen. Juhu, Hammer! Und Wolfgang ist da. Bin ich schon mal ruhig im Behandlungsraum, mache ich oben rum frei. Im Behandlungsraum? Naja, wir gehen vom Behandlungsraum. Ich bin im Behandlungsraum.